Begrüße dich, Seara. Das freut mich. Das heißt, du hast schon ein QSO gehabt mit der Arona auf der Donau, gell? Mit dem Schiff. Sehr gut. Wann war denn das? Wie lange ist das her? Zu dir noch einmal, Seara. Ja. Na fein. Na fein, das freut mich. Das freut mich sehr, weil der David von der Arona, der hat sich nämlich eine PNI HP82 gekauft und von mir eine Gummiwurst. Die habe ich ihm vererbt und freut mich, dass das da vom Schiff aus, glaube ich, hat er gefunkt, so gut funktioniert hat. Na, vielleicht erwische ich ihn dann noch, gell? Vielleicht. David, bist du da im Hintergrund vielleicht zuhörend unterwegs? Zu dir noch einmal. Dann noch Wilhelmsburg, bitte. Dass mir der Name einfällt, Sierra. Ich kann David eine schöne Grüße ausrichten und erst Richtung Slowenien, glaube ich, unterwegs, was ich da mitgekriegt habe. Aha, ist er schon unterwegs. Aha, das heißt, Sierra, der ist schon unterwegs, der David. Gell, na schon. Ja, gestern haben wir es sich ausgemacht, da hat er leider keine Zeit gehabt, hat er gefeiert, das ist verständlich. Ja, Geburtstagsfeier geht natürlich vor. Ja, und heute bin ich erst jetzt zum Aufbauen gekommen. Aha, das heißt, der ist schon wieder mit dem Schiff unterwegs. Ist das richtig? Zu dir nochmal. Das ist richtig. Da habe ich gesagt, dass er schon wieder Richtung Slowenien unterwegs ist, habe ich, gell? Weil dann haben wir uns wieder schöne Grüße noch mal ausrichten. Aber da wird es sicher wahrscheinlich wieder am Abend draufkommen. Ich weiß nicht, oder am Morgen. Dann sehen wir, da wird es sicher wieder reinbringen. Alles klar. Alles klar, Sierra. Nein, ich hatte da spitzenmäßig, gell? Ich bin da wieder auf der Donauinsel mit meiner Balkonantenne, gell? Mit der 84 cm Balkonantenne. Ich hatte da echt spitzenmäßig. Wie komme ich eigentlich zu dir rüber nach Wilhelmsburg? Zu dir nochmal, Sierra. Schauen wir. Das ist bei 300, das ist klar. Nein, du kommst das Signal gerade nicht immer, aber Radio, sage ich mal, 4 bis 5 optimal rein. Also gar nicht rasch, aber es wird nichts Erwähnenswertes, gell? Sehr gut. Sehr gut. Ja gut, das gefreut mich. Und mit was bist du unterwegs? Ja, bist du heute mit deinem Gateway unterwegs oder am PC oder Handy? Weißt du, das kann man schwer immer beurteilen. Du kommst auf jeden Fall mit deinem Radio UKW daher, also sehr gut von der Modulation. Mit was bist du HF-mäßig oder am PC oder Handy? Zu dir nochmal, Sierra. Das war 300 Binder der Hahn, ich komme mit dem PC über meiner Seite, muss UKW sein, habe ich. Ah, das ist super, perfekt. Ja, nein, ich bin da PC unterwegs momentan. Alles klar. Alles klar, naja, volles Signal ist klar und total gute Modulation, also von dem her passt es. Sehr gut, ja, ich bin wie gesagt mit meiner Balkonantenne, da habe ich gestern eher ein Foto geschickt, gell, mit der bin ich heute unterwegs. Gell. Na, schade, dass das mit David nicht geklappt hat, aber ich werde mich jetzt einmal anderweitig kontaktieren. Vielleicht ist er ja noch in Wien. Gell? Ich probiere es da. Gell? Also ich bin jetzt kurz im Hintergrund, Sierra, okay? Aha, das wusste ich gar nicht. Das heißt, Gateway Wien, in Wernersee Gateway läuft auch schon über Windows 11, ist das richtig? Das ist bei 300 rennt auch schon unter Windows 11 über einen Computer, der wird schon so kleiner, gell, so ein Portable. Also, da siehst du, das ist da super. Na, super. Na super, das geht ja tadellos. Gell? Der Vorteil von dem Teamspeak ist ja, dass es auf Windows rennt und auf Mac OS X und auf der X96 Mini und was weiß ich. Also super, das heißt, der Werner hat umgerüstet von der X96 Mini auf Windows. Ist das richtig zu dir? Das wusste ich gar nicht. Aber das ist richtig, auf Windows 11 und mit der Gateway-Sprachfahrerkennung nur dazu. Also da kann das Funkgerät ruhig ein bisschen anders, wenn hinten kommt auf die Gateway nichts durch, sondern erst eine richtige Modulation oder Spracherkennung erfolgt. Merkst du dir jetzt? Aha. Aha, Spracherkennung, das ist mir neu. Wie funktioniert denn das? Erklär ein bisschen, wo ist das? Ist das softwaremäßig im Windows oder ist das ein Teil vom Teamspeak? Wie funktioniert das mit der Spracherkennung? Erklär mir da ein bisschen, da bin ich nicht up to date. Zu dir. Na, da entwickelt sich. Das ist ein Teil vom Teamspeak, da kann man das Volumen und die Sprachdingerkennung also einstellen. Ja. Aha. Wenn auf SSB geredet wird oder es kommt ein Rauschen ein über das Funkgerät, kann das Funkgerät anschlagen, aber die Teamspeak-Software gibt nicht frei, weil das keine Modulation ist für sie und da kann man das so das ist ja cool. Nicht alles, aber es funktioniert, wie siehst, perfekt. Na, das ist.
Na, das ist cool, das gefällt mir. Na, das gefällt mir, sehr gut. Das heißt, das Teamspeak softwaremäßig erkennt Sprache und ja, stellt dann um. Na super, das ist toll. Sag, aber gibt es da nicht eine leichte Verzögerung oder ist das alles in Echtzeit quasi? Zu dir noch einmal kurz. Naja, aber ein bisschen Zeit braucht ja das System, sage ich einmal, um zu erkennen, ist das Sprache oder ist das irgendein Motschke, nicht? Also wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Also, deswegen habe ich mir gedacht, ob da nicht vielleicht ein bisschen eine Verzögerung drin ist. Aber wenn du sagst, es geht in Echtzeit, dann umso besser. Sehr gut, das freut mich. So. Ah! Ich grüße dich, Max. Ich sage Servus, ja, der Westbetreiber ist auf der anderen Seite, Max, zu dir. Haha. Ich grüße Gott, ja. Ja, Günther, ich grüße dich. Ja, Megi, ich bin ganz, ja, Servus, Westbetreiber, ich grüße dich auch. Servus, Fledermaus, grüß dich. Du bist gerade fliegend unterwegs, sehr schnell. Windgeräusche oder Fahrgeräusche im Hintergrund, gell? Wo bist du denn gerade? Schauen wir mal. Alles klar. Alles klar, nur nicht schnell fahren, weil das hört sich aber, wenn du 170 fährst, hey, gell? Zu dir noch einmal, Max. Der fährt, der rauscht. Naja, 160, hab ich. Na, dann habe ich gut geschätzt. Habe ich gut geschätzt, gell? Dann passt. Gut, ich gebe es Mike einmal von meiner Seite frei, weil ich werde David jetzt versuchen, noch anderweitig zu erreichen. Vielleicht ist er ja noch in Wien und wir können noch einmal kurz Kontakt aufnehmen. So. Gut. Ja, Vespa 300 ist perfekt, habe ich mitbekommen. Ich bin gerade im Hintergrund, ich habe nur noch ein Telefon 600. Danke, tschüss, Max, tschüss. Ist in Ordnung, ich bin eh noch da im Hintergrund. Bis später. Ciao, ciao, derweil. So. So, ihr seht, das funktioniert. Das funktioniert hier auch super. Auf der Papstwiese ist es, da drüben ist das Papstkreuz. Ja. Das ist eine große Wiese mitten in Wien. Ja, die Donauinsel ist gleich nebenan. Das ist meine Balkonantenne, also meine Balkonloop, selber gemacht. Gell? Funkferngesteuert, da Batterie. Ja, das sind 4,5 Volt. Discount-Batterien. Dann da ein kleiner Funkempfänger, 433 MHz, da ein kleiner Spindelmotor mit 15 Umdrehungen pro Minute. Man muss sich mal vorstellen, wie langsam das ist, 15 Minuten. Und da oben ist das Herzstück, der Kondensator, ja, machen wir ein bisschen größer, Kondensator, wo einfach das freigelegte Schirmgeflecht entweder zusammengestaucht wird oder auseinanderzogen wird und somit ändert sich die Kapazität des Quarkstummels und da reichen 8 mm Weg, da sieht man es vielleicht. Also 8 mm Weg reichen, um die ganzen 40 Kanäle abzufahren. Ja, mehr brauche ich nicht. Ja, so, das ist die Koppelloop. Ja, und da unten habe ich, wie gesagt, ein altes Fotostativ. Ja, da das Kabel, ja, das ich freundlicherweise vom Bonito bekommen habe und da ist die Rückansicht. Ja, eine ganz einfache Loop ist das. Ja, habe ich eh beschrieben, wie man die baut. Ja, wenn man die eins zu eins nachbaut, sollte die auf Anhieb klappen. Ja, Analyzer wäre nicht schlecht. Ja, Analyzer wäre gut. Ah, da drüben fährt die Lilliputbahn. Schauen wir mal. Ja, die fährt da durch den Donaupark. Sehr gut. Ja, schauen wir mal. Ein bisschen größer. Ja, gut, passt. So, und da haben wir, wie gesagt, ja, da hinten haben wir das Business Center von Wien. Da scheffen sie alle Geld. Ja, wahrscheinlich sitzen sie heute auch noch am Samstag da, zum Mittag und wahrscheinlich morgen Sonntag auch. Ja, arbeiten 80 Stunden in der Woche. Sei es ihnen vergund, die machen Kohle, haben aber keine Zeit, dann die Kohle auszugeben. Ich mache keine Kohle, dafür habe ich die Zeit für mein Hobby. Gell? Muss jeder selber entscheiden, was ein lieber ist. Gell? So, wie gesagt, da mein E-Bike. Die Loop habe ich mir um den Hals gehängt. Ja, die wiegt ja nichts. Ich glaube, die hat nicht einmal ein Kilo alles zusammen.
Und die habe ich mir einfach um den Hals gehängt. Schauen wir nochmal. Und ja, bin hergerault, nicht? Und von dem her ist das jetzt kein Problem. Hinten im Bastkörbchen natürlich war alles drin. Das Köfferchen war drinnen, mein Akku, ja. Und ja, das ist mein E-Bike. Ein bisschen verstaubt ist schon. Ich sollte jetzt demnächst putzen, gell? Weil das ist ziemlich durch diesen Blütenstaub komplett leicht schon gelblich, gell? Aber was soll's, ist ja nur ein Gebrauchsgegenstand, gell? Ich gehe auf Kommode schauen mit dem E-Bike. So, und wie gesagt, da mein Funkköfferchen, ja, Trinkflasche ist klar, weil das ist nämlich ziemlich warm und das ist ein Kollege, das ist da, dann drehen wir ein bisschen leiser. So, das ist der Dagobert, ja, auch ein Urgestein. Da haben wir meinen Akku, ja, da habe ich eh schon einen eigenen Bericht drüber verfasst, gell? Und ja, meine BNI-Handgurken. Da die Funkfernsteuerung, ja, also mit der stelle ich den Kondensator da oben genau aufs Herz ein, also quasi aufs, ich will nicht sagen genau aufs Herz, aber nahezu aufs Herz. Wenn man sich die Messwerte anschaut, so gut wie aufs Herz, kommt man mit keiner anderen Loop so genau hin. Also ich kenne jetzt keine andere Loop, wo man mit Funkfernsteuerung erstens einmal einen Kondensator verstellt und zweitens kenne ich keine Loop, wo man so exakt die Frequenz abstimmen kann. Ja, also ist mir keine bekannt. Ja, und ihr seht es, die steht da auf der Wiese, braucht keine Höhe, braucht kein Gegengewicht. Ja, so 1,5 Meter Oberboden ist ideal, das reicht, habe ich auch simuliert. Ja, geht da los und hat eine gewisse Richtwirkung auch. Ja, kann man die Gegenstation anpeilen und Störungen kann man ausblenden. Ja? Ja, jetzt kommt wieder ein bisschen eine Motschke rein, vorhin war nichts. Jetzt kommen wieder Störungen. Gell? Ja, super. Der Löwenzahn blüht noch. Das wird aber bald vorbei sein. Es gibt schon Stellen, Bienen auch hier. Es gibt schon Stellen, die quasi nur mehr Pusteblumen sind. Ja, da fliegt irgendein Mini-Taubenschwänzchen, das kenne ich. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Das sind Miniatur-Taubenschwänzchen. Cool. Und ja, da haben wir es. Ich glaube sogar, das ist ein Gast aus dem Süden. Ja, sind wir froh, dass es noch Insekten gibt. Und da, wie gesagt, ja, Parkbank habe ich okkupiert. Ja, da gibt es ja genügend. Ja, da drüben gibt es Parkbänke, überall stehen da in Wien so Parkbankerln herum, die man sich unter den Nagel reißen kann. Gell? Also das, wie gesagt, die Loop. Da haben wir nochmal die Verschraubung, nur zur Info. Die Verschraubung, schauen wir einmal. Schauen wir uns die im Detail an. Noch einmal kurz, habe ich es zwar schon mal erklärt, aber ja, da habe ich Zahnscheiben nicht, weil so starke Vibrationen auf der Loop sind HI, also nicht als Schraubensicherung, so wie im Maschinenbau, obwohl ist auch nicht mehr üblich, aber ja, gibt es das noch, sondern einfach, weil sich diese federharte oder federstahlharte Zahnscheibe tief ins weiche Alu eingräbt. Ja, die durchstoßt mit ihren Zähnen eventuelle Oxidschicht und gewährleistet so einen niedrigen Übergangwiderstand, weil es direkt ins Alu eindringt. Die zwei Alustreifen sind auch noch angeschliffen und mit einer Antioxidpaste, Kupferpaste, ja, ich sage immer Stehwellenfett, versiegelt, damit kein Luftsauerstoff, keine Feuchtigkeit dazu kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Übergang vom Übergangswiderstand nicht viel schlechter ist, als wenn das jetzt rein durchgehend wäre. Ich habe ja eine Version, eine durchgehende, die ist halt relativ teuer beim Bestellen. Da zahlt man fürs Material 25 Euro und für die Spedition über 100 Euro, die es liefert, ja, weil es einfach 2,70 Meter hat. Und die habe ich so designt, dass man das relativ günstig um 9 Euro per Post schicken lassen kann, drei Teile, die sind knapp unter 1 Meter und dadurch wird der Versand natürlich
deutlich günstiger. Gell? Also das ist die geschraubte Version, die kann man zerlegen in Urlaub auch mitnehmen, hat ein relativ geringes Packmaß. Gell? Ja, vielleicht noch kurz dazu meine Stecker. Naja, das sind hochwertige Stecker. Ja, ich glaube, die sind von M&P, ja, von den Italienern. Und da unten das Kabel, 5 mm Kabel, ja, werde ich dann noch verlinken. Spitzenkabel, vielleicht sogar noch eine Nuance besser wie das H155. Ja, um einiges billiger kostet ein Meter. Der Meter kostet 1,10 €. Und vielleicht eventuell ein bisschen robuster auch noch. Also das ist kein Fehler, wenn man das Kabel da verwendet. Ja, also RG58 ist out. Ja, wer heutzutage noch RG58 verwendet, sage ich immer, der lebt in einer vergangenen Zeit. Ja, überhaupt bei den heutigen LED-Vorschaltgeräten, bei den bei PLC und den ganzen HF-Müll, den man da in der Wohnung selber produziert und die Nachbarn produziert. Also wenn man da mit RG213 oder RG58 durchgeht, dann tut man sich nichts Gutes. Also da sollte man schon ein gescheites Kabel mit einer guten Kabelschirmung, mit einer hohen Kabelschirmung nehmen. Durchlassdämpfung ist nicht so wichtig, da kann man ein bisschen nachlegen, HI. Aber die Schirmung, ja, mit einer schlechten Schirmung muss man leben. Also wenn das Kabel undicht ist wie ein poröser Wasserschlauch und da spritzt es überall raus, ja, in dem Fall halt rein, dann habe ich keine Freude damit, ja, da kann ich nichts machen. Und man verlegt ja nicht jeden Tag ein Kabel, sondern das verlegt man einmal und da sollte man gleich was Gescheites verlegen. Wie gesagt, wer noch RG213 verlegt, ja, kann es machen, wenn er noch Reste hat, aber ich sage einmal, geringstfügig weniger Geld gibt es bessere Kabel. Aber okay. Kann ja jeder machen, wie er möchte. Nur darf er sich dann nicht beschweren, dass er ein Grundrauschen von S7 hat. Ich meine, es gibt Kollegen, müsst ihr euch vorstellen, die haben S7 Grundrauschen. Ja, heute haben wir da gar kein Grundrauschen, aber es gibt Kollegen, die haben ein QEM, ein permanentes von S7. Angeblich sogar manche bis S9. Ich habe es nur gehört, aber angeblich. HI, gell? Aber da trägt sicher auch das Kabel dazu bei, eine schlechte Kabelschirmung. Ich sage einmal so, schlechter wird es mit einem besseren Kabel nicht. Ja? Im Gegenteil, die Stehwelle, andersrum. Die Stehwelle wird mit einem besseren Kabel schon ein bisschen schlechter. Warum? Na klar, weil die rücklaufende Welle auch weniger gedämpft wird. Ja? Oder andersrum. Wenn ich ein RG58er billiges nehme und das nur lang genug mache, ja, dann kann ich hinten am Ende anhängen, was ich möchte als Antenne. Werde immer eine Stehwelle von 1,0 haben. Ja, selbst wenn ich da hinten einen Blecher, einen Aschenbecher als Antenne anklemme, werde ich eine super Stehwelle haben. Also macht das RG58 nur lang genug und dann könnt ihr hinten anklemmen, was wollt ihr, gell? Kleines Späßchen am Rande. Ja? Und deswegen Kabel ist genauso eine Komponente, eine wichtige wie das Mikrofon, genauso eine Komponente wie das Funkgerät selbst, genauso eine Komponente wie die Antenne. Ja? Da sollte man beim Kabel nicht sparen. Ja, vor allem da geht es oft nur um ein paar Cent oder ein paar Euro. Wenn man da spart, spart man am falschen Platz. Also eine gleichwertige Komponente wie alle anderen Komponenten. Sollte man nicht sparen. Gut, so jetzt werden wir versuchen, ob ich den David noch erreiche. Vielleicht gelingt es mir, vielleicht ist er noch in Wien. Ich melde mich dann nachher wieder. Ansonsten hat mich gefreut. Danke fürs Zugucken. Gell? Mikrofon war wieder meine Geringfügigkeit, Andi aus Wien. Gell? Diesmal heute beim herrlichsten Klimawandelwetter, sage ich. Ja, aber das kommt ja nicht von irgendwo. Anfang April, ja, herrlich, 28 Grad, fantastisch, ja, muss man dann die Ärmel aufstecken. Wie gesagt, hinter der Kamera war wieder meine Geringfügigkeit, der Andi aus Wien. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich mache es heute hoffentlich nicht allzu lange, gell? Und ich hoffe, ich habe euch da ein paar Infos wieder geben können. Ja, und zwar bezüglich CB-Funk. Gut, dann ciao, ciao, danke, bis zum nächsten Mal. Und lieben Dank für eure Zeit. Viert euch! Du, jetzt
bin auf meinem Heimkutter auch, aber allerdings habe ich oben auf der Terrasse meine alte Oniden Pro 26 aufgebaut und sitze da unterm Sonnenschirm, schaue in die Gegend und super. Na super, das freut mich. Na, das geht ja tadellos. Also ich höre dich da tadellos, gell? Irgendwie S7 oder 8 oder so irgendwas auf meiner Eieruhr. Ich bin da, wie gesagt, Donauinsel Parkbank habe ich okkupiert, eine leere, und habe da daneben eine Balkonantenne aufgebaut. Die kennst, glaube ich, eh meine Balkonantenne, oder? Ich kenne nur deine Rundantenne, die du am Balkon hast. Gell? Übrigens hast du mir ein S7, aber du verrauscht bist, das ist Radio 3 bis 4 ungefähr. S7 Radio 3 bis 4, na sehr gut, ja klar, die steht ja da auch nur in 1,5 Meter Höhe, gell, und das ist die Rundantenne, da hast recht, S7 normalerweise mit der großen, was habe ich denn da immer bei dir, wenn ich den 12 Meter Mast aufbaue, mit der EasyFed zum Beispiel, was habe ich denn da für einen Wert bei dir, zu dir noch einmal, Kobrex? Du bist los, ich keine, jetzt habe ich schon so lange nicht mehr gehört, ich habe keine Ahnung, das kann ich auch nicht sagen, gell, aber ich nehme mal an, dass der S-Wert wahrscheinlich ungefähr so sein wird, aber kann mich nicht erinnern. Ja, aber du verstehst mich, egal ob ich jetzt mit der Rundantenne funke, mit der Balkonantenne oder ob ich mit meinem 12 Meter Mast unterwegs bin. Ist das richtig? In beiden Fällen verstehst du mich annähernd gleich gut. Kann man das so sagen, Kobrex, zu dir? Ja, du meinst, du hast dich jetzt umgeswitcht oder wie darf ich das verstehen? Nein, ich habe nichts umgeswitcht. Ich habe da nur meine Balkonantenne neben mir am Parkbankerl am Stativ hingestellt, am Dreibeinstativ, und so funktioniert es mit dir. Ja, also wie gesagt, also, da kommst du mir mit einem S7 an und einem verrauschten Radiowert, und den würde ich halt mit 3 bis 4 sagen. Also du bist gut zu verstehen, kein Thema, ja. Na, das passt alles, nur halt rauschig, ja. aber zu verstehen. Ja, rauschig bin ich manchmal nicht nur am Funk-KI, gell? Na, passt, na fein, freut mich, gell? Ich warte nämlich auf einen Kollegen, auf den David, der ist gerade auf der Donau auf einem großen Kreuzfahrtschiff, und vielleicht höre ich ihn nachher, der hat sich nämlich eine Handgurke gekauft. Wir werden mal schauen, ob wir miteinander funken können, gell? Zu dir nochmal, Kobrex. Ja, na wunderbar, gell? Bin endlich wieder mal. Ich habe mir da was versteht. Eigentlich müsste so die richtige Modulation sein. Hat irgendwas geändert bei dir? Ja, leiser bist du geworden, aber klarer. Irgendwie nicht so dumpf oder klarer, aber leiser. Gell? Im Hintergrund, wie wenn du jetzt weiter vom Mikrofon weg bist, so ungefähr. Naja, passt, gell? Weil ich habe da auch das Original Handmic dabei. Und ja, da so. Muss ich den Mic am Gerät voll aufdrehen, und jetzt habe ich aber das Startmikrofon, das habe ich auch da, und da muss ich ihn zurückdrehen, das habe ich jetzt vergessen. Nein, das passt. So passt es besser. Ja, vorhin war es ein bisschen dumpfer, lauter, aber so klingt es natürlicher. Passt, kann man so lassen, gell, Kobrex? Alles klar, wunderbar. Sehr gut, ja. Ich habe mich nicht mehr gemeldet, weil ich habe eigentlich gerade noch 600 gehabt. Und na, passt. Ich habe beendet, wie du das erste Mal eingerufen hast, deswegen habe ich nicht gleich reagiert. Nein, macht dir nichts. Das Gespräch war dann beendet, und jetzt stehst du dir zur Verfügung. Da macht ja nichts. Ich kann ja auch nicht immer und so fort. Gell? Es gibt ja Wichtigeres wie das Hobby. Und ja, ich habe eigentlich den David gerufen, aber ich nehme auch gerne mit dir vorlieb, HI. Also wir können da gerne plaudern, und vielleicht prägt sich ja der David dann nachher rein. Werden wir schauen, ob er mit der Handgurke überhaupt so weit zu mir kommt. Ja, ich habe von mir eine Antenne vererbt, eine abgestimmte, weil die Originalantenne, die Gummiwurst, die ist ja katastrophal. Gell? Die ist ja irgendwo auf 28 MHz resonant. Und hat auf 27 MHz eine Stehwelle von 1 zu 29. Ja, 1 zu 29. Gell, zu dir. Das kann man nicht oft. Quasi 1,3, ja. Geht natürlich besser, aber hast recht. Was heißt 1,3? Wenn es länger ist oder so, wenn man da kurze Gummiwurst ist, dann ist es natürlich nicht so lustig. Nein, nix 1,3, 1,30, also 1 zu 29, ja, und die hat 3,5 Watt verbrennt, die verheizt die und liefert nur 0,5 Watt. An die Gummiwurst, ja, an die 20 cm lang oder 25 cm hat es. Also nicht 1 zu 3, sondern 1 zu 30 eher, gell, zu dir. Ah, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Ein Wahnsinn. Das ist natürlich, ja, Kellerfunken.
Ganz genau, das ist Dammelot-Funken. Ja, auf der anderen Seite, wir haben vor Jahrzehnten auch nur mit 0,5 Watt an der Antenne gefunkt und wenn der Standort passt, geht das auch. Aber wieso soll ich 3,5 Watt in der Gummiwurst oder in der Endstufe verheizen, wenn ich 4 Watt oder knapp 4 Watt haben kann? Weil wenn ich die abgestimmt, also nachdem ich sie abgestimmt habe, ist das Verhältnis genau umgekehrt, dann habe ich 3,5 Watt an der Antenne und nur 0,5 Watt Verlust. Gell, zu dir. Kriegst du keine Luft mehr? Hast du das ja, klar, natürlich, ja. Mhm. Also, da muss man natürlich schauen, dass das passt. Und wenn natürlich die Antenne nicht auf der richtigen Frequenz resonant ist, dann ist das natürlich ganz genau. kein gutes Unterfangen. Ganz genau. Und vor allem diese kurzen Gummiwürste, die sind eh so schmalbandig, dass sie, ich hab's gemessen, nicht einmal die 40 Kanäle abdecken. Also, die decken nur irgendwie, weiß ich nicht, 25 Kanäle, ich müsste jetzt lügen. Aber es geht sich nicht einmal die 40 Kanäle aus. So schmalbandig sind die. Gell? Und wenn die auch nicht dazulegen fürs 10 Meter Amateurfunkbundle, dann spielt die natürlich grottenmäßig, wirklich grottenmäßig am 11 Meter Band. Gell? Zu dir. Grottig. Ja, ist klar. Gell? Also da muss man halt dann die Antenne irgendwie auswechseln. Nicht? Genau. Na, auswechseln, abstimmen. Das kann man ja normalerweise nicht einstellen, nicht? Außer du fängst dann zum Basteln an, aber das hört sich ja gar nicht aus. Du weißt, ich bin ein alter Bastler. Ich habe gebastelt, ich habe sie oben verlängert um 13 mm. Gell? Das geht sich gerade noch mit der Gummikappe aus, dass man die wieder drüber steckt und fast nicht sieht. Also ich habe sie um 13 mm verlängert und somit hat die dann schon eine enorme Leistungssteigerung. Gell? Ein Kollege in Deutschland hat mir gesagt, er hat mit der unabgestimmten mit 4 Watt hat er keine Verbindung zusammengebracht und mit der abgestimmten hat er mit 0,5 Watt eine super Verbindung zusammengebracht. Also es macht schon was aus, gell, wenn die sauber abgestimmt ist. Gell? Aber man muss halt basteln, da hast du recht. So. Genau, und messen können. Nicht? Warum kann man nicht von Haus aus, wenn man sowas verkauft, ist viel gescheiter. Ja. Bauen und einstellen und so weiter. Das verstehe ich. Ja, ich habe das auch lange nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich es. Ja, der Hersteller, das ist Nanfone, der legt nicht nur eine mehrsprachige, was der in 5 Sprachen Bedienungsanleitung bei, weil das spart Kosten, sondern er legt auch gleich eine 10 Meter Amateurfunkband-Gummiwurst bei, weil dieses Gerät von 25 bis 30 MHz bedienen kann, je nach Firmware. Gell? Manche kann man sogar umschalten. Das heißt, der macht es einfach, der legt eine mehrsprachige Bedienungsanleitung bei und gleichzeitig eine Antenne fürs 10 Meter Amateurfunkbandel. Ja, und die kostet, was kostet? 2,30 Euro habe ich es gesehen auf Alibaba. Da sitzt kein Chinese dort und stimmt die Mühe voll ab, weil das braucht man schon eine Zeit lang, und da geht es um Millimeterarbeit. Also, die machen sie so einfach, gell, um den Preis halt. So. Verstehe, okay, ja. Also für den Notbetrieb dann von der Frequenz ab oder so reicht dann und dann genau. Muss jetzt schauen, was bleibt und sich selber darum kümmern, dass das Werk gerät. Ganz genau. Ganz genau, und wenn die ganze Handgurken kosten 99 Euro oder die BNI hat gekostet, gell, also mit Software sogar, und das, da kann man halt nicht mehr verlangen. Wie gesagt, da geht es wirklich um Millimeter, man muss das manuell alles, jede einzeln individuell abstimmen, weil jede ist anders. Ja? Alleine das Einschrumpfen, das verstimmt die Spiralwendel, die da drinnen ist, die Metallwendel, ja? Selbst das Einschrumpfen kann man nicht industriell hundertprozentig reproduzieren. Das heißt, man muss da wirklich jede einzelne Gummiwurst manuell mit der Hand abstimmen. Und das macht keiner um 2,30 Euro oder was die dort kostet, gell? So. Ja. Genau, na, das ist klar, ja. da kostet er selbst der Chinesen mehr. Genau. Ganz genau. Aber ich habe es jetzt abgestimmt und der David hat auch eine und ein paar Funkfreunde von mir haben auch schon eine. Und die sind alle zufrieden. Ja, zumindest schlechter spielt sie nicht, HI, gell? So. Naja, aber da zum Glück muss man ja sagen, weil sonst hättest du wieder nichts zum Basteln gehabt. Ganz genau. Ganz genau, sonst wisst ihr ja nicht, was ich mache. Sonst würde mir ja fad werden, HI. So. Ja, das heißt, du musst zwischendurch, wie machst du das, den David rufen dann? Oder irgendwie? Ja, wie ja.
Ja, ich rufe einfach rein, ja. Ich rufe einfach Delta Mike, heißt der, glaube ich, vom Skip, wenn ich mir das gemerkt habe. Ja, Delta Mike, schauen wir mal. Bist du vielleicht zufällig jetzt schon QRV, ein Vespa 300 am Fernsprechapparat? Präg. Schauen wir mal, ob er sich jetzt meldet, der Delta Mike, oder auch nicht. Nein, noch immer nicht. Anscheinend nicht. Naja, vielleicht meldet er sich dann später. Gell? Also ich warte jetzt noch ein bisschen am Parkbankerl. Gell? Allzu lang habe ich nicht mehr Zeit, weil am Nachmittag bekommen wir Besuch. Ja, und da muss ich dann natürlich zu Hause sein. Gell? Aber ein bisschen habe ich noch Luft. So. Ja, bestens, ja. Ich habe heute keine Besuche, haben wir alle freigehalten. Na, das ist gut. Es gibt zwar jetzt schon ein bisschen Wind, gell? Also von da oben am Dach merkt man es ein bisschen stärker. Aha. Und aber morgen wieder noch stärker, das heißt, da kannst du es dann eh schon nicht mehr gescheit verwenden. Jetzt machen wir morgen unseren Ausflug da zur Verwandtschaft und nächste Woche ist das Wetter dann nicht zum Vergessen. Das ist dann eh wieder erledigt, da muss man das Wochenende noch nutzen, das Schöne. Ganz genau, das habe ich mir auch gedacht, weil nächste Woche oder übernächste Woche soll es ja um 15 Grad abkühlen. Das muss man sich einmal vorstellen, 15 Grad weniger und das soll es ja die ganze Woche oder ewig lang schier bleiben und regnen und kalt sein. Und ja genau, und deswegen habe ich mir gedacht, bevor der Besuch aufschlägt bei uns, nutze ich auch noch den Vormittag oder jetzt die Mittagszeit. Gell, ein bisschen habe ich noch Luft, aber dann muss ich jetzt raus. Und heute am Abend bin ich bei den Ehrlich Brothers. Das wird spitzenmäßig. Ja, weiß nicht, ob du die kennst, die Ehrlich Brothers, aber die sind super. Schauen wir mal. Ja, kenne ich, habe ich auch schon mal gesehen. Gell. Das Einzige, was mich oder uns halt in Deutschland ist, das ist ja wirklich, also wenn das ist, wir haben dann noch einmal die gleiche Show gesehen im Fernsehen, die wir gesehen haben. Gell. Und das ist ja wirklich auf Punkt und Satz und Strich alles choreografiert. Ja. Das rennt ab wie ein Film. Aha, das heißt, es ist wirklich quasi, ja, es muss ja so sein, weil diese Tricks und diese Illusionen, ja, da darf ja nicht schief gehen, also das muss genau getimt sein und jeder Handgriff muss sitzen und, ja, aber trotzdem, es ist beeindruckend, was die alles machen, gell, die sind fast so wieder, oder fast besser wie der David Copperfield, ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, habe ich damals auch live gesehen. Ja, den habe ich auch mal in der Stadthalle gesehen, glaube ich. aber was ich gemeint habe, ja, natürlich, die Tricks sind die gleichen, ne? Wie soll es uns anders gehen? Ne? Aber das, was sie sagen, also oder was sie auch mit dem, was sie untereinander sagen oder so, das ist wie wenn der Theaterstückel dreimal anschaut, das ist immer genau gleich. Ja? Es ist wirklich, dass was gesprochen wird und so weiter und was dem Publikum ja, gesagt klar. wird und was untereinander reden, das ist also wirklich einstudiert. Ja, das glaube ich schon. Das ist sicher einstudiert, choreografiert alles. Also ja, also, ich schaue mir es einmal an und dann habe ich die Illusion, dass das alles aus dem Stegreif ist und dass die wirklich zaubern können. Hi. Ja, das, manchmal wünscht man sich ja das nicht. Aber es ist dann halt doch nicht so. Ja. Na, aber auf jeden Fall, ich habe neulich eher wieder im Fernsehen irgendwas kurz gesehen. Da waren sie irgendwo zu Gast, habe ich wieder vergessen, wo. Aber ja, das ist immer ganz, ganz, ganz toll so. So Sachen zu sehen, also, wo man sich denkt, na, wie geht das? Ah, ich weiß schon, ich glaube, das war das nicht bei der versteckten Kamera, wo sie dann so eine 2 Liter Magnum-Sektflasche aus dem Nichts herausgezaubert, aus den bloßen, aus den nackten Händen herauszaubert. Du, da habe ich das letzte Mal gesehen, zu dir. Ja, nein, die Sendung habe ich nicht gesehen. Ich habe was anderes gesehen gehabt. Also, vielleicht war es nur woanders zu Gast, gell? Aber da weiß ich, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, es ist verblüffend. Die haben dort quasi live eine 2 Liter dicke, fette Magnum-Flaschen mit einem halben Meter Länge aus den bloßen Händen ausgezogen. Also wie das geht, keine Ahnung. Also ich mache mir glaube, das ist wirklich Zauberei, HI. Ja, wenn man denkt, also, wo steckst du das Ding hin, ja. Dass du es dann vorholen kannst oder wie das geht. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und letzten Herbst waren wir in London war das, ja. London war das bei deinem ABBA-Konzert. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Die treten ja dort jeden Tag auf, gell? Hast du schon mal was gehört davon? Ja, nicht in London. Ich weiß natürlich, dass das mit diesen Avatar-Geschichten da funktioniert. dieses Virtuelle, dass das so toll sein soll. Ich habe das eben eigentlich nur gehört, aber nicht gesehen. Aha, also ich habe es gesehen live und ich bin Techniker, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Ja, entweder waren das Schauspieler, die so geschminkt waren, oder
das war Zauberei, wirklich. Oder, ja, ich weiß es nicht, was ich da gesehen habe. Also Hologramme waren es in dem Sinn nicht, weil ich habe in Disneyland, habe ich einmal drüben in der USA, habe ich Hologramme gesehen, da sieht man die Staubflankerl und so. Also, ja, also unglaublich, wie die das da auf die Bühne in Lebensgröße projizieren, gell. Und ja, also das ist die totale Illusion und du kannst links, rechts gehen und du siehst das von links, dann siehst du das von rechts. Also ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, gell, aber es ist unglaublich. Ja, nicht schlecht. Ja, die Technik macht es wirklich unglaublich. Ja. Lustigerweise, wir waren auch letztes Jahr, vor fast einem Jahr, zwar im Mai, waren wir auch in London, wir haben uns ein Theater angeschaut, das Hamilton, falls du das kennst. Das hat sie mal rein gewünscht, der hat einen guten Geburtstag gehabt, dann haben wir das geschenkt, dann sind wir hingeflogen und uns das angeschaut im Theater auf Englisch, aber es ist eigentlich ja, vor allem wenn die da singen und Ding und so, dann eigentlich kein Wort verstehst. Aber Geschichte weiß man natürlich, worum es geht. Ne? Aber es war natürlich schon nett anzuschauen, wir waren da im Victoria Theater, sehr schönes Theater. Ja, war toll, ja. Nein, sagt mir jetzt nichts, aber war sicher auch ganz toll, ja. Das waren aber da wahrscheinlich dann echte Schauspieler, echte Menschen, oder? Ja, ja, absolut. Der Hamilton ist irgendwie der Gründer von Washington, glaube ich, oder so. Und das heißt, wir haben jetzt die Geschichte quasi auf der Bühne erzählt. Ne? Das war jetzt schon, hat es irgendwie gegeben, auf, ich weiß nicht, vor 2-3 Jahren auf Netflix oder so, da hat sie das immer angeschaut, dann hat sie die CDs gekauft, weil die Lieder so gut gefallen haben. Und das gibt es in Hamburg halt auch zum Beispiel zum Anschauen oder hat es gegeben. Aber dann natürlich auf Deutsch, ne? Das verstehst zwar was, aber natürlich sind die Lieder und so weiter. Und was das irgendwie, zumindest so, es ist nicht, wir sind nicht in Amerika, aber wenn du das in England wenigstens so irgendwie in Englisch oder so sehen kannst und so, dann hat es trotzdem was, ne? Ja klar, das ist natürlich schon dann ganz toll und apropos Hamburg waren wir auch, gell, da haben wir sich König der Löwen angeschaut, das war auch ganz toll, also ja, ja da gibt es schon tolle Sachen, so, was man sich anschauen kann, gell, muss man halt ein bisschen herumreisen und dann ja, war wirklich ganz toll, was man sich besieht. Und heute, wie gesagt, Stadthalle Ehrlich Brothers, gell, am Abend dann. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß, gell. Wird schon sehr nett werden. Also, und sicher volles Haus. Ganz bestimmt. 10.000 Leute oder noch mehr, gell? Gut, so, jetzt schauen wir mal. Ist der David vielleicht schon Delta Mike? Bist du schon fertig vielleicht mit dem, was du vorher getan hast? Schauen wir mal, Delta Mike. Kannst du mich da aufnehmen? Schauen wir mal. Na, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte er sich schon reingeprägt, gell? So. Ja, 12:06 mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, wann du mit ihm ausgemacht hast oder ob es da nur so eine vage Terminierung gibt. Also nur vage, also nichts konkret. Gell? Er ist ja am Schiff und auch beschäftigt und da kann er nicht immer, wann er kann, sondern da gibt's ja, hat er quasi Dienst und wenn irgendeine Lücke ist, glaube ich, dann geht's und dann, ja, da kann man das nicht so auf die Minute timen. Ah, jetzt habe ich verstanden, der arbeitet also am Schiff und da fährt er irgendwie her oder fährt irgendwie mit oder fährt vorbei oder so irgendwie, okay. Ja, lustig, weil mein Bruder hat damals in den 80er-Jahren auch gelernt, bei der DDSG und so weiter, bis wir da angefangen haben, dann ist von den Deutschen übernommen, dann hat die ganzen Leute entlassen. Ja, ja, es ist ein riesen Donaudampfschiff, sage ich. Dampfschiff ist ja keins, fährt ja mit Diesel. Aber ein riesen Kreuzfahrtschiff, gell, ich glaube 200 Meter lang knapp und 15 Meter breit. Also ein riesen Teil, ich glaube 100 Kabinen und 200 Passagiere, so irgendwas. 70 Mann Besatzung, also ja, weiß ich nicht, Kaffeehaus, Fitnesscenter, Minibar. Was heißt Minibar? Große Bar, Tanz, Bühne an Bord, Swimmingpool, wie am Kreuz, ich weiß nicht, ob du das, wie heißt denn das, das Traumschiff, die Sendung kennst, nicht ganz so, aber fast so, hi. Ja gut, man kennt ja die Schiffe, die da unten bei der DWSG teilweise genau anlegen, so wie die Viking oder so, ne? Die da unten haust. Also, ganz genau. Es gibt recht große Schiffe mit ganz toller Ausstattung. Ja. Das heißt, das war ein weißes Schiff, nicht? Weil mein Bruder war ja von schwarzen. Genau, auf einem großen weißen Schiff arbeitet und
Ja, toll, gell? Und ich habe so eine Kreuzfahrt schon einmal gemacht, am Nil allerdings, vor Jahren, am Nil, gell? Das war auch ganz super, das war auch ganz super, gell? Und vor allem geht dort alles nur mit Backschisch, ja? Wir hätten zuerst die tiefste, fensterloseste, lauteste, nach Diesel stinkende Kabine gekriegt, neben der Maschine, also furchtbar laut, ohne Fenster. Und dann habe ich dem Steward dort, dem Verantwortlichen, habe ich so unter der Hand 100 Euro ganz zufällig beim Handy geben übergeben. Und schon haben wir die beste, teuerste Luxus-Hochzeitssuite gehabt, gell, die 14 Tage. Also dort geht alles mit Backschisch. Ja, naja, na ja, so wie bei uns, oder? Ja, ich weiß nicht, von das war 101, verstehst? Wahrscheinlich, ich schätze einmal, wahrscheinlich zeigen sie zuerst jedem diese Kabine HI. Und dann kriegt er die eigentliche Kabine, gell? Ich weiß nicht. Nein, also das war schon ein gewaltiger Unterschied. Also wir sind da hinter einer verspiegelten Panoramascheibe gelegen im Bett, ja, und die Palmen und der Nil ist vorbeigezogen, ja, völlig lautlos. Wir sind in der Früh aufgewacht und haben nicht einmal gecheckt, dass das Schiff schon fährt. Also so ruhig war das, ja. Und das war schon super. So eine tolle Suite dann kriegst, ja, das kann dann natürlich was. Ja. Mhm. Das ist auch Schiffen eine, die man so, ich hab sowas noch nie gemacht, ja. Ich höre immer nur das eine oder das andere, dass da halt je nachdem, wo du untergebracht bist, ja, das gibt's von bis. Entweder wo eng ist oder ja, vor Ort eng. Oder nichts zum Segen ist oder so, ja, also, ja. Ja, da gibt's ja große Unterschiede. Eng, stickig, fensterlos, laut, nach Diesel stinkend. Ja, da gibt's schon. Wie gesagt, die erste Kabine, wir hätten fast kehrt gemacht und waren zurückgeflogen, weil wir gesagt haben, 14 Tage in dem Loch, ja, machen wir nicht. Und ja, mit dem 100er hat das super geklappt. Also wir haben dann die beste Kabine an Bord gehabt, gell? Also ja, Backschisch. Ja, aber es geht dort alles mit Backschisch, alles. Ja, na, da unten war ich auch noch nicht, gell? Also da hat es mich noch bis jetzt nicht hingezogen. Na, das war schon toll, also diese Fluss-Nil-Kreuzfahrt, dann auf den berühmten Stationen Karnak und Abu Simbel oder Abu, weiß ich nicht, wie das heißt, und ja, Tal der Könige, wo die Gräber sind, also das war schon interessant, gell? Und das hat super funktioniert und du hast halt ein, zwei Ausflüge am Tag gemacht und nie so, dass du Stress gehabt hast, aber auch nie so, dass der Fahrt worden ist. Also das war richtig gut durchgetimt, gell? Und ja, Essen natürlich rund um die Uhr, das war, ich sage immer, das war kein Dreimaster, sondern das war ein Mastschiff, gell? Da wurdest richtig gemästet. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Und von den Hotels erst ja schon so, dass die ganz toll sein sollen und so weiter. Ja. Und nach wie vor recht günstig. Ja, relativ günstig. Wir waren dann noch einmal dort. Da waren wir dann am Roten Meer schnorcheln, gell? Das war auch ganz toll, also dort bin ich mit Delfinen geschwommen, ja, also das war echt super und ich hätte sie berühren können, wenn ich die Hand ausgestreckt hätte, hätte ich sie angreifen können. Ich bin in so einem Rudel Delfine mitgeschwommen mit Flossen, allerdings nicht lang, gell? Also die sind da ganz gemächlich, haben die da einen Schwanz auf und ab, die Flosse, und ich habe Vollgas geben müssen, dass ich mithalten kann. Und plötzlich waren sie dann komplett weg. Also plötzlich waren sie weg und ich 200 Meter vom, als letzter vom Schiff weg, mitten am Meer. Ja, und da ist mir schon ein bisschen anders geworden. Ja, das ist ungut. Na, haben die Quart. Na, das war dort in der Gegend, wo es dann ein paar Jahre später, wo es diese Haiangriffe gegeben hat. Dort hat einen Russen haben's gefressen und eine Österreicherin ist ja auch gestorben. Also, solange du zwischen den Delfinen bist, traut sich angeblich kein Hai zu. Ja, aber wenn die plötzlich weg sind und du bist ganz alleine dort im tiefblauen Wasser, ja, da habe ich dann geschaut, dass ich zum Boot zubekomme. Ja, na gut so, gell. Wir haben einen Besucher. Bitte herein. Ich habe nur gesagt, dass die Haie haben auch einen Hunger. Ich nehme mal an, ihr redet gerade von Ägypten, ne? Ja, seid gegrüßt. Ja, Station Energy hier. Vespa 300 und
Ja, ich begrüße dich da, Station Energy. Ganz genau, wir reden, Sie haben schon lange nicht gehört, Christian, wir reden da von Ägypten, ja, vom Roten Meer, ganz genau, richtig. Zu dir, Christian. Na, alles klar, ja. Ja, ich war selber noch nie dort, aber ich kenne wem, der kommt von dort und der ist dort aufgewachsen. Sehr, sehr schön angeblich dort, gell. Das Hotel Steinberger, oder ich glaube Steinberger, heißt das, glaube ich, das ist in Uganda, soll angeblich sehr, sehr gut sein. Ja, dort gibt es verschiedene schöne Hotels in alle Preisklassen und das, ja, also relativ günstig und sehr schön. Und die Korallenriffe sind auch fantastisch, ja, und ja, du siehst alles Mögliche, vom Rotfeuerfisch bis Riesendrückerfische und Zackenbarsche und ja, alles Mögliche siehst du dort, gell? Hey, haben wir keinen gesehen, aber Delfine halt, gell? Okay, und wann warst du dort? Du, das ist schon ein paar Jährchen her, gell? Da habe ich noch damals in den Neoprenanzug reingepasst, weil wir waren da, glaube ich, irgendwie über Weihnachten oder Jänner oder so. Und da war es noch ein bisschen frisch, da hat das Wasser so, weiß ich nicht, 16, 17, 18 Grad gehabt. Also mir war es kalt, ich bin mit Neopren reingegangen. Und da habe ich noch reingepasst, jetzt passe ich nicht mehr rein, hey, gell? Also das ist schon locker 15 Jahre her. Alles klar, na, bis dorthin hat sich wieder viel geändert, gell? Ja, genau. Aber mir kommt vor, dass wir auf die Direkte reden, nicht übers Gateway. Kann das sein? Ja, wir reden sicher auf die Direkte, weil wie soll das funktionieren, wenn ich da nämlich das Gateway öffne, ja, dann wird's ja nicht, dann sendet es ja nicht aus. Wir reden auf die Direkte, ich höre dich da recht gut, modulationsmäßig super, gell? Kein Problem. Wie komme ich zu dir im 10. Bezirk rüber, zu dir, Christian? Ja, 4 bis 5, Radiowert, Santiago 6, 7 herum. Ja gut, wahrscheinlich strahle ich da nicht wirklich in deine Richtung ab, aber ja, passt, dass du mich zumindest verstehst, gell? Ja, am anderen Ende ist Cobra X. Cobra X, kannst du denn die Station Energy auch aufnehmen im 10. Bezirk? Ja, selbstverständlich, Servus Energy, begrüße dich. Ich habe bei der Gelegenheit ja auch nachgeschaut, dass bei mir an Santiago 8 und dann Radio 5 bis UKW, also geht da ausgezeichnet zu dir. Ja, bei mir hast du auch schon ein bisschen was über 7 und ja, Radio 5. Bist du Spur stärker als der Vespa? So ungefähr, weiß ich nicht, einen halben S-Wert hast du mehr als der Vespa 300. Du bist ein Aspern, was ich weiß, aber der Vespa 300 ist nicht zu Hause, der ist sicher unterwegs. Vespa, wo bist du? Ganz genau, ich bin auf der Donauinsel. Ich bin auf der Donauinsel mit meiner Balkonantenne, gell? Und ja, sitze auf einem Parkbankerl in der Sonne, gell? Wie immer halt, gell? Hey, zu dir. Okay. Mit der Balkonantenne, ist das die selbstgemachte Magnetikluft? Genau, das ist die selbstgewickelte, ums Knie gebogene, hey. Okay. Gut, ist ja richtig gebunden, ne? Wahrscheinlich, wenn du das drehen würdest, dann könntest du dich wahrscheinlich dann noch besser empfangen, oder ich dich, wenn du genau einen Winkel hast zu mir, ne? Ja, da müsstest du halt nur wissen, in welcher Richtung du bist, hey. Ja, 10. Bezirk. Ja, und wie kann ich das jetzt da herausfinden? Da brauche ich einen Kompass, oder? Brauchst keinen Kompass nicht. Und du musst nur wissen, wo der 10. Bezirk ist. Das ist ja leicht zum rausfinden. Ungefähr, ne? Und genau kann man es ja nicht sagen, aber den Winkel ungefähr ist es nicht so schwer zum rausfinden von der Donauinsel. Na, ich kann es ja mal versuchen. Schau dir mal bitte einmal meinen S-Wert an und ich werde mal ein bisschen die Antenne verdrehen. Würde mich interessieren. Weil das wäre ja ein ordentlicher Test halt, ne? Nein, das machen wir jetzt gerade. Schauen. Weil sollte normalerweise da schon ein S-Wert mindestens mehr dann vorhanden sein, ne? Weil der nicht gebunden ist. Da bin ich gespannt. Na, da bin ich jetzt auch gespannt. Ich werde es einmal so Pi mal Daumen, wo sie glaub, in deine Richtung drehen, okay? Probier mal.
So, probieren wir einmal. Nein, das geht leider nicht. Nein, ja. Ja, das geht nicht. Einfacher, wenn du die Antenne jetzt drehst und schaust, wann ich stärker bin. So, danke fürs längere Reden, aber das war bei mir nicht möglich, weil die Antenne steht so 4 Meter von mir weg und da muss ich hingehen. Ja, wie schaut es jetzt aus? Besser, schlechter oder ungefähr gleich geblieben? Zu dir, Christian. Du bist schlechter geworden. Naja, und wie viel bin ich schlechter geworden? Um einiges. Bist um einiges schlechter geworden. Na, dann schau noch einmal aufs S-Meter, ob ich wirklich schlechter geworden bin. So, wie schaut's aus beim Cobra X? Cobra X, kannst du überhaupt noch aufnehmen? Ja, aufnehmen kann ich dich, aber es stimmt, du bist schlechter geworden, du bist am S-Wert nach unten gefallen. Na, dann ist besser, ich drehe es wieder zurück, hier. Dann werde ich es wieder zurückdrehen, okay, Jungs? So. Ja, bitte, machen wir das. Ciao. Gut, also ihr seht, es ist jetzt schlechter gewesen, dann drehen wir es einmal wieder so hin. Wie es war. So. Schauen wir mal. Ich habe auch schon ewig nicht mehr gehört. Ja, wir sind ja beide berufstätig. Ja, eben. Und jetzt sind wir da beide wahrscheinlich genauso viel am Funk. Genau. Ja, nicht viel am Funk, ehrlich gesagt, weil ich ja viel unterwegs und ja, arbeitmäßig und. Genau. Ja, muss ich leider an. Wochenende ab und zu halt einschalten. Ja, bei mir ist halt arbeitsmäßig, eigentlich schaut es momentan eher schlecht aus, gell, was das betrifft. Ich werde generell so das Funkinteresse nachlassen, aber jetzt sitze ich oben auf meiner Dachterrasse unterm Schirm, gell, und habe da wieder meinen Terrassenfunk aufgebaut. Und, Terrassenfunk ist super. Mal schauen, vielleicht wieder. Terrassenfunk ist gut. Ich nehme an, dass der Wester fertig ist, dann gebe ich wieder das Mikrofon. Ganz genau, danke fürs Mic. Ich habe jetzt wieder zurückgedreht. Ja, ich habe da einfach um 90 Grad wieder zurückgedreht. Ich hoffe, es ist besser. Wie schaut es aus bei dir, Cobra X? Wieder so wie vorhin oder schlechter? Zu dir, Cobra X. Ja, wieder so wie vorher. Du hast dann S7 wieder, gell? S7? Der Wert hat sich auch verbessert. Da bist du vielleicht erst da mehr ins Rauschen gekommen. Der ist jetzt auch wieder besser. Na, sehr gut. Und wie schaut es bei dir aus, Christian? Energy zu dir in den 10. Bezirk? Ja, du bist so, wie du am Anfang warst, gell? Ja, okay. Also die Richtung, was du jetzt so dreht hast, müsstest du da alles und mehr drehen, dann müsstest du noch mal eine S-Wert mehr haben. Die Richtung noch einmal weiter. Bin ich so wie vorher oder? Nein, ich kann es ja noch einmal ein bisschen verdrehen. Warte mal, gell? Ich muss hingehen, gell? Ich muss nicht durchreden, weil ich sich es mit da nicht. Schau, vorher, wie du es gedreht hast, in die Richtung war es schlechter. Jetzt bist du wieder so, wie du am Anfang warst, also musst du da weiter drehen. So. Ja, nehme ich mal an, weil ja. Du drehst nicht, sondern so wie es vorher, also jetzt da Spur weiter halt. So, jetzt habe ich so eine Spur weiter. Wie schaut es jetzt aus? Besser, schlechter oder ungefähr gleichbleibend? Zu dir, Christian. Gleichbleibend. Und wie schaut es aus, danke, wie schaut es aus in Esling? Ja, Tito, also ist gleichbleibend, ja. Na, dann drehe ich es wieder zurück. Ich glaube, da bediene ich dann alle am besten, gell? So, drehen wir es wieder zurück. Ja. Richtung Süden und Richtung Norden würde ich einmal sagen. Dann hast du so, wenn nicht so. Ja, wo schon. So Stanitzer würde ich einmal sagen, auf gut Deutsch. Die Abstrahlung. Alles klar, aber man merkt irgendwie ein bisschen einen Unterschied. Jetzt habe ich es wieder wie vorhin, jetzt müssen die wieder gleich sein, oder? Zu dir, Christian. Ja, jetzt bist du, wie du am Anfang geredet hast. Wie du das erste Mal gedreht hast, da war es gleich. Das geht einiges leiser und schwächer vom Wert, gell? Hat man da sofort gemerkt. Na, sehr gut, ja, fein. Ja, und beim Cobra X bin ich wahrscheinlich auch wieder so wie vorher, gell? Ganz genau, alles bestens, ja. Also, klingt wieder gut.
Nein, das passt. Das passt. Na fein. So, ich glaube, der David, der hat es tun, der meldet sich jetzt nicht anscheinend. Gell? David, bist du vielleicht zufällig QFA? Hörst du mich? Kannst du mich aufnehmen? Schauen wir mal. Nein, da ist der Leon 2 auf der Elisabeth-Höhe. Ah, der Leon 2 von der Elisabeth-Höhe. Begrüße dich, der Leon 2. Servus. Vespa 300 am Fernsprechapparat. Zu dir, Leon 2. Ah, das war jetzt negativ. Noch einmal Leon 2, bitte noch einmal kommen für die Vespa. Okay, ich sag, mir bist du jetzt besser, wie zu Beginn, wie die anfangen aufzumachen. Ah, dann lass mal so. Sehr gut, Leon 2. Wo bist du immer dumm? Mit Handgurke vermutlich wieder, gell? Das ist richtig, ich bin am Biesenberg auf der Elisabeth-Höhe. Na super, bis am Berg Elisabeth-Höhe, sehr gut. Na, ich kann dich da hören, mit der Rendi Treifel vermutlich, stimmt's? Ist richtig, ja, nein, sehr, sehr, sehr gut. Das heißt, du hörst mich gut oder weniger gut? Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, ja. Gut, es freut mich, dass du mich sehr, sehr gut hörst mit der Rendi-Dreier auf, bis am Berg auf der Elisabeth-Höhe. Bin da nur mit meiner kleinen Balkonantenne, 84 cm, unterwegs und hab da ein Parkbankerl okkupiert. Ja. Ich funk da gerade oder ich rede da gerade mit zwei Stationen, mit der Station Energy im 10. Bezirk und mit der Station Cobra X. Kannst du die auch hören, Leon 2? Zu dir nochmal, Leon 2. Ja, danke. Ja, beide kann ich da hören. Beide. Sehr gut. Sehr gut, na dann gehen wir das Mic einmal zum Cobra X nach Esling. Kannst du den Leon 2 auf der Elisabeth-Höhe bis am Berg aufnehmen? Zu dir, Cobra X. Schauen wir mal. Nein, negativ, kommt da überhaupt nichts an. Gell? Aha. Alles klar, wie schaut es bei dir aus, Christian, im 10. Bezirk? Wo ist er? Wo ist der Christian? Wo ist die Station Energy im 10. Bezirk? Na, der ist weg. Netzgerät abgeraucht, hi. Na, der ist jetzt weg, der wird schon wieder kommen. Also, Leon 2, leider hören sie dich nicht, oder zumindest die Station Cobra X hört dich leider nicht. Gell? Aber ich höre dich da leise, aber gut verständlich. Zu dir nochmal, Leon 2. Schau mal. Okay, danke. Wie würdest du die Modulation beurteilen? Die würde ich sehr gut, für Rendi 3 würde ich sie sehr gut beurteilen, vor allem weil das Signal nicht allzu stark ist. Also ich würde sie als gut beurteilen, ja? Hey, gut, Dreck. Oh. Nein, bei mir ist das Schwanz so zwischen 3 und 4. Alles klar, zwischen 3 und 4. Sehr gut, da war jetzt ein Breko, Breko. Breko, bitte kommen. Wo ist das Breko? Schönen Nachmittag, da fällt er aus dem Mikrofon. Servus, Leon 2. Wunderbar, die Moderation, schönen Nachmittag. Ja, ich bin jetzt gelandet schon im Garten. Ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt melde ich mal kurz eine. Servus Vespa und ein paar Stationen habe ich da so vernommen. Ja, ja. Das gibt es nicht alle, aber begrüße euch da alle recht herzlich. Ja, grüß dich Fledermaus, ja, da war die Cobra X ist noch drauf, die Station Energy, der Christian und dann Leon 2 und meine Geringfügigkeit da am Parkbankerl, gell? Gut, noch einmal zum Leon 2 bitte. So, schauen wir mal. Ja, begrüße da die Fledermaus, mehrmals das Vergnügen gehabt, soweit man mich doch gut erinnern kann. Ja, schönen Nachmittag, ja, begrüße dich, Mut, super, ja, ich habe gehört, du bist da unterwegs, bis am Berg, wunderbar, ich von deiner Seite, gut, ja, na dann, Energy ebenfalls, schöne Grüße da, und, ja, sonst weiß ich nichts, dann zum Dino Melli und so. So. Ja, danke, da bis am Berg liegt auf einer Holzbridge, super, die zur Verfügung steht, nehme ich auf. Ich habe meine Handgurke in der Hand und das funktioniert wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Leon 2. Frage, was hast du denn für eine Gummiantenne oder für eine Gummiwurst drauf zu dir? Die Teleskop 1,30. Ah, die Teleskop. Ah,
die Teleskope 1,30. Alles klar. Hast schon mal überlegt, ob du dir nicht vielleicht einmal einen kleinen GFK-Masten in den Rucksack packst und eine Drahtantenne, oder hast du über das noch nicht nachgedacht? Doch, über das denke ich ständig nach, aber ich komme da nicht dazu, dass ich irgendwie irgendwo was bestelle. Ich habe nämlich da diesbezüglich keine Bankverbindung. Ah, du hast keine Bankverbindung. Ja, das heißt, da geht es eigentlich nur ums Bestellen an sich oder hast kein Internet, weil ansonsten kann ich dir da, wenn du wirklich das haben willst, dann kann ich dir behilflich sein. Ansonsten halt auch nicht. Bin ja auch nicht besser, wenn du sagst, na, mir reicht die Teleskopantenne. Gell, zu dir. Danke, na, ich habe schon mehrmals darüber nachgedacht. Aber wie gesagt, ich habe da keine Bankverbindung diesbezüglich. Und ein Vorhinein bezahlen möchte ich auch nicht. Alles klar. Ein kleiner Tipp, ich weiß nicht, wenn du einen Internetzugang hast auf willhaben.at gibt es die Minifed. Ja, also FED am Schluss. Friedrich Emil Dora und Mini sowie Klein. Ja, und wenn du dir, die kostet glaube ich 65 Euro, ist auf jeden Fall das Geld wert. Wenn du dir dazu noch in einem Angelladen, ja, im zweiten Bezirk gibt es ja Angelgeschäft, wenn du dir dann noch eine Angelroute möglichst mit, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Metern kaufst, ja, GFK, dann spielt die hervorragend. Also wenn du da auf der Elisabeth-Höhe sitzt, dann kommst du runter bis Heimburg und noch weiter. Gell, zu dir. Okay, danke. Ja, nein, das habe ich auch schon gedacht. Ja, ich habe da auch eine Wurfantenne bei mir, da 5,5 Meter, aber ich finde niemals eine Gelegenheit, die zu fixieren irgendwo. Alles klar, ne? Wenn du eine Wurfantenne hast, dann passt es eh. Naja, ein Baum, was die Bäume gibt es ja überall. Gell? Also, ich habe da eher ein paar Videos und so publiziert, ja, Stahlschleuder, also Futterschleuder, da komme ich auf 20 Meter rauf, wenn es sein muss. Ja. So hoch sind die Bäume gar nicht und da zieht man die Drahtantenne dann hoch. Also das geht schon. So, irgendwann wird es passieren, gell? Irgendwann, gut, genau. Danke, ich gebe das Mikrofon wieder frei. Alles klar, Leon 2. Gut, dann weiß ich nicht, dann schmeiß ich es in die Luft, das Mic. Gut? So, schauen wir mal, wer hat sich da noch gemeldet. So, gut, dann lassen wir es einmal fürs Erste gut sein. Und ja, ihr seht, sogar der Kontakt mit Handgurke Rindl 3 hat geklappt. Ja, gut verständlich, wenn auch vom Signal schwach. Und ja, super. Gut, eigentlich wollte ich diesmal ein kurzes Video machen. Ist schon wieder so lang geworden. Was soll man machen? Passt. Gut, Jungs, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Baba. Alles klar, also du bist der Gargamel und deine Katze, warte, jetzt habe ich den Namen nicht verstanden. Wie heißt deine Katze? Katze heißt Asrael. Asrael, bin ich zu laut bei dir, oder was? Ja, ein bisschen nein, bei mir rauscht da das CB-Gerät da im Untergrund, das muss ich ein bisschen die Dings das Quälz zu machen und deswegen habe ich die akustisch nicht. Also wie heißt jetzt die Katze? Nochmal. Katze heißt Asrael, Asrael. Aha, alles klar, na, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Ich muss da ein bisschen einmal das Dings zutrauen. Der CB rauscht da stark, weißt mit den anderen Geräten, müsst ihr eigentlich abpassen. Na, passt super, geht gut, geht spitzenmäßig. Gut, Mensch, ich komme nichts. Ja, was ist denn? Nein, da hin und her. Ich kann hören, aber wenn man nicht mehr durchbricht, geht das vom Feuerstraße weg. Ja, lustigerweise schwankst du auch bei mir. Ein bisschen leise ist er. Also ein bisschen leise bist bei mir, schwanken tust nicht, aber leise in der Mod. Aber der Werner, der kommt da voll zu. Also Werner, du schlagst da bei mir voll auf. Gell? Schwanke ich eigentlich auch bei dir, Werner?
Was? Das ist eine alte Maus. Das ist eine alte Maus. Da ist ein großer Autos, halt nur 10 cm drauf. Ah, jetzt, ja, je nachdem wie die Antenne halt, dann schwankst du natürlich, ist klar, ja. Aber ich verstehe dich, ich verstehe dich. Vorhin habe ich dich aber viel stärker verstanden. Ja, es kommt darauf an, welche Antenne sind. Wie gesagt, das ist die Maß, was ich eigentlich verwenden wollte fürs BMR, geht wie. Aber wie gesagt, da bin ich noch nicht, wie gesagt, da habe ich da aufgehört, weil es eben nicht so funktioniert, wie man sich vorgestellt hat. Ah, ich weiß schon, kann mich schon wieder erinnern. Nein, aber so geht gut. Jetzt habe ich das super verstanden. Klar und deutlich. Gell? Im Cobra X Serie ein bisschen leise, ja, aber nicht schwankend, komischerweise. Leise halt. Im Rauschen drinnen. Cobra X, komm noch einmal bitte. Ja, mein Rauschen ist ja nicht, wie da die Modulation ändern könnte auf dem Klanggerät, da sehen wir dann nicht aus. Also ich spreche ganz laut, und das ganz laut und komplett relativ laut. Ja, jetzt war es besser. Wie hörst du mich eigentlich da unten im 22. Bezirk mit der G9 Pro Midland? Wie hörst du mich? Ja, die Technik klingt sehr gut. Ich habe jetzt mein Telefon über den Weg und ich habe die Antenne quasi horizontal halten. Da geht am besten. Ah, du hältst das horizontal. Ich muss meine ganz fein ausrichten. Da geht es oben um Zentimeter, dann kann ich die relativ gut aufnehmen. Ja, klar. Also du hörst uns beide, Werner. Werner, zu dir nochmal. Ja, ich höre euch beide einwandfrei, spitzenmäßig. Also da brauchen wir nicht viel mehr tun. Wie gesagt, ich bin auf der anderen Antenne. Ich weiß nicht, ob der Cobra X mich hört oder so. Super. Oh Spitzen, ja, die ist spitzenmäßig. Spitzenmäßig. Ja, ehrlich, ja. Ich habe noch das kleine Handgerät, das habe ich auch so eine kleine Teleskop von Metall am Ding. Ja, das ist egal. Ne? Wie gesagt, umso länger, umso besser. Es ist schon 70 cm. Aber wie gesagt, die Antenne ist so 70 cm lang und dann ist das Vielfache davon. Nicht? Also mal 2, 3, 4. Ne? Ja, das ist BMR, da ist CB. Das ist Bodenwelle, also das ist klar. Nicht? Also das ist eigentlich mit Reflektionen über die Überboden. Ne? Ja, wobei ich auch noch bei meinem Metall die andere Stelle genommen habe, das Achterrad, und habe da so, gut. Nein, passt ja gut. Bist du zu dir, Wirt? Gut, lassen wir es bleiben. Es funktioniert mit BMR auf jeden Fall zum Werner spitzenmäßig, zum Cobra X, zumindest so, dass wir uns im Notfall verständigen könnten. Gell? Ich stehe da jetzt barfuß auf der Parkbank oben, damit ich es nicht verschmutze. Hi. Gell? Außerdem ist schon ziemlich warm geworden, also ich bin da jetzt auf der Parkbank, ja. Gut, lassen wir es bleiben und gehen wir wieder, oder ich gehe jetzt wieder auf CB zurück. Vielleicht meldet sich ja der David doch noch. Gell? Also dann, bis dann am CB-Band wieder. Okay, gut. Wester, ich habe eine ganz kurze Frage. Wie klingt die mit Modulation da? Das hat mich nämlich interessiert. Ja, klingt auch gut. Klingt auch sehr gut, spitzenmäßig. Kaum zu unterscheiden von der anderen, also spitzenmäßig. Beide. Okay, passt, danke schön. Danke für die Info. Ja, gerne. Von Werner sind wir nichts anderes gewohnt als eine Spitzenmodulation, gell? Ja, so wie gesagt, das ist ja nicht so viel so, aber das ist meine Markenware, so mal so. Weil das ist beim Gänzer genauso, das hat ja auch eine Spitzenmodulation. Ganz genau, ich sage immer, die Modulation ist die Visitenkarte des Funkers. Ja, das ist die Visitenkarte, gell? Und das sollte man halt schon halbwegs eine anständige Modulation mitbringen. Ansonsten, man gibt ja keine schmuddelige, unlesbare Visitenkarten her. Ne? Das macht man ja auch nicht. Genau. Ja, genau so ist es und ich sehe das genauso. Also gut, okay. 73, passt. Tschüss, Herr Patsche, und viel Spaß. Und ich bin wieder im Hintergrund. So wieder weiter basteln. Passt, dann viel Spaß beim Basteln und danke für die nette kurze QSO. So. Gut, ihr seht es hat hier auch funktioniert. Funktioniert auf BMR genauso. Und machen wir Schluss. Aus!
bin noch in der Probephase, also wie gesagt, in der Experimentierphase, wie es so schön heißt. Sehr gut, geht das, super. Und dann stellen wir irgendwo hin, also sie mit Fiberglas Mosten, mit einem Hohen Motor drinnen, die Antenne, die ist jetzt, habe ich auch drinnen. Sehr gut. Also wie gesagt, das geht dann ohne weiteres, ja. Fiberglas Mosten aufbauen, zack, und das geht sich aus, das ist dann ja, super. Na super, Werner, sehr gut. Na, dann machst du das so wie ich mit meinem blauen Würfel irgendwo hinfahren, nicht? Gateway mobil aufbauen, Antenne hochziehen, Fiberglasmasten, EasyFed hast du auch und geht schon dahin. Na, sehr gut, das freut mich. Dann, ja, dann wachsen ja die Gateways aus wie die Schwammerl hin, gell? Na, mal zu dir, Werner. Bist du jetzt noch mit der HP82 noch unten unterwegs, gell? Bei dir in der Gegend, oder? Schauen wir mal. Ob er noch unterwegs ist? Ich bin noch immer unterwegs, bin noch immer, aber vielleicht da zu Fuß unterwegs, das ist zu Fuß, nein, die sitzt das dann, aber es ist ein Parkerl in der Sonne. Ja, sitzt der Minier. Von mir ist der Spielplatz, der Kinderspielplatz. Ich hab da erst die Vogel zwitschern oder was, ich schau mal, aber wie gesagt, ja, es ist halt, ich bin in der freien Natur und quatsch da über mein Gateway. Und das ist super. Ja, aber ich im Zimmer mal da stehen hab, das Gateway, aber die Antenne ist da aus dem Balkon. Na super, ist das nicht ein herrliches Tagerl heute, gell? Und das macht ja Spaß, wenn man so sich dann auf ein gemütliches, schattiges Bankerl setzen kann und über das eigene Gateway quatschen kann, gell? Na Wahnsinn, super, das ist echt gut. Ja, ich meine, im Prinzip kennt das sogar beide in Betrieb haben. Ich habe da mal die Skizzen geschickt. Wenn du das jetzt so lässt bei dir, dann haben wir quasi einen Repeater. Ja, weil dann können wir uns auch über deine zwei Gateway unterhalten. Also dann kann zum Beispiel der Leon 2 ja, in das eine Gateway reinfunken und ich habe dir ja mal die Skizzen geschickt. Also im Prinzip kann man mit zwei Gateways einen Repeater machen. Gell? Und dann wäre ja das genial ganz Wien abgedeckt damit. Super. Gewisserweise kann man es ja viel machen auf einem anderen Kanal, das ist richtig. Dass ein Gateway in das andere Gateway reinkommt oder irgendwie so auf der Basis, es ist möglich, aber wie gesagt, was die Repeater sind auf dem CB-Funk verboten. Gateway ist in Grauzone, das ist noch erlaubt, das passt noch. Also es funktioniert auf jeden Fall. Also, das funktioniert. Halt, wie gesagt, ich bin ja in der Dingsphase, ich muss einmal schauen, dass die Xbox da mit 5 Volt, dass die funktioniert. Also momentan muss ich schauen, dass ich die effektiv stabil auf 5 Volt oder 6 Volt oder 1,5 Volt lesen tue, ohne dass ich da irgendwelche Störungen habe oder solche Sachen. Aber 5 Volt. Da muss ich ein bisschen experimentieren, aber ich sage, 12 Volt kann ich nicht ausschließen, die Xbox, weil die im Gebrauch dann natürlich 5 Volt haben. Also, ja, da habe ich ein paar Widerstände, ein paar Transistoren, ein paar Inkos und so weiter mal wieder zusammenbaut, dass das Ganze aber transferiert wird. Aber ich möchte es noch ein bisschen besser machen, dass das Ganze dann auch für sich also auch ja, schaltbar gemacht wird und so. Nein, es funktioniert spitzenmäßig. Gibt es nichts. 500 mA oder wie schaut das aus mit den ganzen? Ja, sehr gut. Also es funktioniert tadellos, gell? Und ja, Repeater wäre das in dem Sinn nicht, aber stell dir vor, zum Beispiel, du funkst jetzt mit deiner Handgurke zu deinem, weiß nicht, auf welchem Kanal bist, du funkst jetzt zu deinem 1er Gateway, zum Gateway A. Ich höre dich nicht direkt und das Gateway B von dir strahlt jetzt am 36er aus und so können wir miteinander plaudern. Das heißt, auf der direkten hätten wir nie plaudern können und über das einzelne Gateway könnten wir auch nicht plaudern. Aber so können wir plaudern. Weißt du, was ich meine, Werner? Also mit den zwei Gateways können wir miteinander plaudern, wenn du unten bist und ich höre dich nicht auf den direkten, aber so über die Gateway-Verbindung hören wir uns. Das ist spitzenmäßig. Na, geht dann los. Zu dir nochmal. Ich bin jetzt einmal auf die unteren Kanäle, weil die ganze ziemlich weit unten. Und wie gesagt, die Kanäle, ja. Für sich mit der BNI, ich weiß nicht, ob du mich hörst, aber ich glaube, der Jungs, ob du da ist, oder müssen wir es mit der Rätisch von 20. müssen es mehr. Weil, wie gesagt, ich bin da relativ, Na, dann probieren wir es einmal. Frei kann man fast nicht sagen, weil es ist ja rundum dumm, habe ich außer grün, nur mit grün und die Sonne. Na sehr gut, dann sag mal einen Kanal bitte, dann wechsle ich einmal runter auf deinen Kanal, vielleicht hören wir uns über die direkte A, gell? Was hast du denn für einen Kanal? Ich wechsle einmal kurz hin. So, da fährt. Ja, geh runter auf Kanal 4. Gut, ich gehe jetzt auf die 04, Moment. So, da geht. Ja, sofort Break, wir sind gleich zurück. Wir gehen ja kurz auf den Kanal 04. So, schauen wir einmal, da gehen wir rauf und dann machen wir ins Quellschaft.
So, da, CQ ist da der Werner vielleicht mit der Handgurke, Vespa 300 am Apparat. Du weißt, ich bin QRV, genau richtig, er ist mit der Handgurke da, an der Physik von der Werkbank auf der Wecker und die Leute schauen mir zwar an, aber es macht nichts, ist mir wurscht, aber wie gesagt, das müsste funktionieren theoretisch. Ne? Ja, es funktioniert, aber ich habe eine ganz eine schlechte Stehwelle. Ja, also ich muss da was machen. Okay, ich habe ganz. So, ich muss wieder zurückwechseln. Ich muss leider zurückwechseln. Auf die. Schauen wir mal, auf die 36. So, Werner, ich habe dich gehört. Ich habe dich gehört. Aber was denn mit meiner Antenne? Habe ich da eine Stehwelle von 1 zu 100. Das heißt, du hast mich wahrscheinlich nicht gehört. Bist du wieder da auf der 36, Werner? Oder ist er auf der 4er? Ich bin wieder noch immer auf Kanal 4, an der Physik und rette an der Physik mit der Handgurke noch immer auf meinem Parkbankerl und tu da. Also, ich habe dich gehört. Sehr gut, ich habe dich vernehmen können, ich habe dich gehört, relativ gut sogar. Allerdings hast du mich nicht gehört, weil ich habe da mit meiner Antenne habe ich eine Stehwelle von 1 zu 100. Das heißt, ich bin da nicht durch rausgekommen. Ich müsste erst abstimmen auf die 04, gell? So. Deswegen habe ich eine TV27 genommen, nicht? Also eine kleine kurze TV27, ja. Eine gewedelte, nicht? Die habe ich da abgestimmt. Ich bin da beim SDR von 1,2. Also wie gesagt, von, kann man sagen, von 8 bis 40 geht es ungefähr gleich. Aber Kanal Mitte habe ich 1,1, also das ist, es funktioniert auf jeden Fall. Na, spitzenmäßig funktioniert das. So, da haben wir einen Break gehabt. Na, Break bitte kommen. So, schauen wir mal. Wo ist das Break? Wo ist das Break? Da war vorhin ein Break. Break bitte kommen. Na, jetzt will er nicht mehr. Jetzt mag er nicht mehr. Na, hoch! Was ist das? Hier spricht das Internet-Gateway in Österreich mit Verbindungen nach Wien, Tulln, Wilhelmsburg und Pingau. Pingau, ja. Pingau. Also ich bin immer wieder begeistert von der Barke, also von dieser Meldung, gell? Also fantastisch, wie bei der ÖBB. Sag, Werner, wer ist denn in Pingau? Aus Pingau habe ich überhaupt noch niemanden gehört. Zu dir, Werner. Es ist in Pingau, und es baut erst auf. Er wird dann auf sich ein bisschen dauern. Wie gesagt, es ist ja wieder schön und ich kann da ein bisschen aufbauen und passen. Aha. Das ist sogar der, soll man das gibt nicht ein und für sich. Giftwerk? Ein Giftmischer. Momentan hat er eine kleine Antenne, einen halben Stoller, aber er hat gesagt, er baut das Ganze dann um und macht das Ganze dann etwas höher und etwas besser. Alles klar, na, weil ich habe den Kollegen, den Giftmischer, habe ich leider noch nicht gehört, aber was nicht ist, kann noch werden. Also, ja, wenn es jetzt wieder schöner wird, gell, dann werden wir ihn hoffentlich hören. Na, sehr gut. Hast du mich vorhin am 4er gehört? Wahrscheinlich nicht, gell, weil ich gesagt, ich habe eine Stehwelle von 1 zu 100 gehabt. SWR-Meter war am Anschlag im roten Bereich, gell? So. Alles klar. Aha, okay. Alles klar, na, die geht spitzenmäßig. So, da war das Break jetzt. Break bitte noch mal kommen, bitte. So, schauen wir mal. Dankeschön. So, schönen guten Tag, Hallöchen. Habe ich den Andreas am Hintergrund gehört? Hier ist die Dänemark-Station. Ja, begrüße dich. Servus, grüß dich da. Ich nehme an David, oder ist das richtig? Zu dir, David. Vollkommen richtig. Ich wollte nur kurz einen Report geben. Bin jetzt Höhe Reichsbrücke, würde schnell rüberdüsen und dann bin ich in wenigen Minuten schon bei dir. Na fein, was hast du bei mir? Inwiefern bei mir? Mit dem Fahrrad oder wie machst du das? Oder mit dem Ski-Fi? Ich habe einen Helikopter gemietet. Nein, ich habe einen kleinen E-Roller, damit bin ich ruckzuck bei dir. Na fein, dann ich habe dir die genaue Ortsangabe geschickt, dann kommst du zu mir, oder? Passt das so? Dann würde ich mich jetzt erstmal kurz wieder abmelden und dann würde ich mich dann kurz melden, wenn ich dann auf deiner Höhe bin. Ist in Ordnung, ich kann dich da tadellos empfangen. Ja, kommst vorbei, würde mich freuen. Gell? Bis gleich. So, sehr gut. Sehr gut, das war der David, ja, vom Donauschiff und Werner, hast du den auch empfangen können? Zu dir, Werner. Einmal
Na, sehr gut, sehr gut. Der hat nämlich auch eine HP 82, ja, mit meiner Gummiwurst und ja, freut mich, er kommt mich besuchen. Ich habe ihm ja meinen genauen Standort geschickt, so wie dir, und damit ja, freue ich mich, wenn er mich besuchen kommt jetzt. Passt. Ich werde mich dann bei Kron dann mit einem Kaffee belohnen. Ja, Kaffee war jetzt gut. Kaffee war echt gut. Recht hast du, Jana. Kaffee war echt spitzenmäßig jetzt. Gell? Also gut, dann einen schönen Nachmittag. Ja, ein bisschen bleibe ich noch. Jetzt warte ich noch am David. Und wir haben noch plaudern, dann werde ich jetzt anpacken. Gell? Hat mich gefreut, gell? CQ ist 164, Echo Lima 1, Westafrika, Togo. Westafrika. So, da habe ich jetzt gehört, CQ, Westafrika, Togo. Ja, da kommt jetzt Westafrika, die X kommt da rein bei mir. Ich weiß nicht, ob du den auch gehört hast, Werner. Togo, Westafrika. Da war schon mal nichts, aber wie gesagt, ja, möglicherweise ist alles, aber wie gesagt, das ist die Frage. So, Togo, Westafrika, die X. So, wo ist da die Station aus Westafrika, Togo? Zu dir bitte einmal. So. So, ich rufe die deutsch sprechende Station Westafrika, Togo. Bitte komm an. Ah, das ist schon, das ist klar. Nein, ist leider vorbei. Das war Raumwelle schwankend. Ist schon wieder vorbei. Gell? Das ist ein paar Sekunden aufgegangen, das Bundle Westafrika Togo, und jetzt ist schon wieder weg. So, bitte noch einmal kommen. Das Band ist sehr unzuverlässig momentan. Die deutschsprachige Station hier, Vespa 300, Standort Wien. Vespa 300, QTA ist Wien. Zu dir nach Westafrika, bitte. Was sagt er? Ist schon wieder aus. So, Vespa 300 ruft die deutschsprachige Station in Togo, Westafrika. Die Station in Togo, Westafrika, bitte kommen. Hier Vespa 300 in Wien. Break. So. Nix. Ist schon wieder vorbei. Ist schon wieder vorbei. Deswegen mag ich das nicht. Deswegen mag ich die Raumwelle nicht. Da kann man kein gescheites QSO führen. So, machen wir uns Geld wieder zu. Gut, also ihr seht, das geht sogar bis Togo mit der kleinen Antenne. Ja, wenn das Bundle offen ist, kann ich mit einem aufbogenen Drahtkleiderbügel funken. Gell? Also, ja, keine Kunst. Kunst ist hunderte Kilometer über stark gedämpfte Bodenwelle, das ist Kunst, weil da brauche ich einen super Standort und eine gute Antenne, nur dann kann ich über Bodenwelle arbeiten, ansonsten über Raumwelle, seht ihr, mal geht's nicht, ja, je nachdem, wie da oben die Sonnenaktivitäten sind, beziehungsweise die Grenzschichten in der Ionosphäre, ja, das ist, ja, wie gesagt, ich bin kein DX-Funker, manche warten wie die Geier drauf, ich funk lieber über die stark gedämpfte Bodenwelle, weil nur da kann eine CB-Antenne zeigen, was wirklich in ihr steckt, sage ich immer. Gell? Über Raumwelle reicht der Handgurken auf 1000 Kilometer mit 1 Watt. Da gibt es ein nettes Video, ja. Handgurke, Teleskopantenne, 1 Watt gemessen und 1000 Kilometer. Ja, ist keine Kunst. Da ist man einfach nur am richtigen Ort zur richtigen Zeit, dann fallen einem die DX-Verbindungen in den Schoß. Ohne dass ich viel mache. Ja, das reizt mich weniger. Ich baue lieber gute Antennen, die via Raum- oder Direktwelle Kilometer machen. So, gut, lassen wir es gut sein. Schauen wir mal, ob mich der David, der Kollege, wirklich besuchen kommt. Ob er findet, ich habe ihm an sich ja, meine Koordinaten über What Three Words, also welche drei Wörter, werde ich auch noch verlinken, mein Standort. Und mit dem sollte man eigentlich herfinden. Gell? Da kann man jeden Ort
auf der Welt auf 3x3 Meter. Exakt weitergeben. Gut, also dann, meine Lieben, lassen wir es gut sein. In dem Sinne, ich glaube, jetzt mag ich wirklich Schluss. Pfiat euch, am Apparat war meine Geringfügigkeit. Die Vespa 300, der Andi aus Wien. Ciao, ciao.